Das Jahr 2021 beginnt mit einer grundlegenden Neuordnung des Handelsverkehrs auf dem afrikanischen Kontinent. 54 Staaten bilden ab sofort eine Freihandelszone. Allerdings ist das Abkommen noch nicht von allen Ländern ratifiziert worden. Der Inselstaat São Tomé und Príncipe vor der afrikanischen Westküste hat dies bereits im Juni 2019 getan. Wie bei jeder neuen Vereinbarung gibt es dabei Herausforderungen. Bei den Flugverbindungen und der Reisefreiheit der Menschen zum Beispiel. Aber ich meine, dass wir diese Schwierigkeiten lösen werden. Es gibt auch die Frage von Zöllen, obwohl von freiem Handel die Rede ist. Aber es gibt eine Liste von Waren, die als vorrangig für unser Land eingestuft werden. Es gibt da viele organisatorische Dinge, die erledigt werden müssen. In Afrika bestehen derzeit 8 regionale Handelsabkommen. Einige davon wollen innerhalb des neuen kontinentalen Wirtschaftsraums als Einheit auftreten. Zu den Ländern, die das Abkommen noch nicht ratifiziert haben, gehören unter anderem Algerien, Madagaskar, Marokko und Mosambik. Das ostafrikanische Eritrea hat sich gegen eine Teilnahme an der Freihandelszone entschieden. Klärungsbedarf besteht unter anderem noch bei den Ursprungsregeln und beim Abbau von Einfuhrzöllen. Ungeachtet dessen sind die Erwartungen hoch. Durch die neue afrikanische Freihandelszone soll unter anderem das wirtschaftliche Potenzial der teilnehmenden Länder besser genutzt, sowie mittel- bis langfristig Arbeitsplätze geschaffen werden. Es geht darum, den Handel, der derzeit auf afrikanischer Ebene gering ist, voranzutreiben. Denn wir treiben zu wenig innerafrikanischen Handel, sondern handeln weiterhin vor allem mit dem Westen und Asien. Der Startschuss findet am 4. Januar mit der ersten Handelsabwicklung in Ghana statt, dem Sitz des Büros der afrikanischen Freihandelszone, gefolgt von einem Gipfel der Staatschefs der Mitglieder der Afrikanischen Union.